erste Teil unseres Leuchtturms ist fertig. Ich habe ihn auf zwei Teile drucken müssen, weil irgendwo dann einmal ein Problem, der PLA-Druck ein Problem gehabt hat. Habe einfach eben die Datei nochmal hergenommen, habe das alles, was er schon gedruckt gehabt hat, unter die Plattform geschoben und dann den Rest gedruckt. Ihr seht vielleicht hier. Hier ist die Klebestelle. Ich habe es jetzt schon aufeinander geklebt. Und jetzt, so schaut einmal der unterste Teil aus, auch mit dem Tor, mit dem Fenster. Das schaut schon recht gut aus. Natürlich, ihr seht die Schichten, was der PLA-Drucker eben so macht, ist eben, dass er eben Schicht für Schicht das druckt und das sieht man. Aber das wird ja dann noch alles bearbeitet. Wobei ich sagen muss, da hat er wirklich sehr schön gedruckt. Da sieht man fast gar nichts, dass er da so gedruckt hat. Weiß nicht, das dürfte auch ein bisschen was mit der Datei zu tun gehabt haben. Auf jeden Fall, das bearbeitet man ja noch mit Spachtelmasse und dann wird das Ganze bemalen. Das wird schon dann cool ausschauen. Das Fenster ist recht gut geworden, muss auch noch ein bisschen nachbearbeitet werden. Das Tor ist auf jeden Fall gut geworden mit der Stiege. Ja, und jetzt gehen wir den nächsten Teil an. Der wird wieder ein paar Tage brauchen, bis er fertig ist. Aber ihr seht, was den Turm betrifft, den Leuchtturm, Schritt für Schritt geht es weiter. Was ihr da nicht sehen jetzt könnt, ist natürlich das Support, also die Stützstruktur. Da habe ich festgestellt, einmal jetzt dabei, einmal, das ist ein Tipp von mir. Herunten habe ich die Stützstruktur mit Querstings gehabt. Hat nicht so gut funktioniert, aber jetzt heroben mit der Gitterstruktur hat das recht gut funktioniert. Ihr könnt auch sehen, der Bogen ist wirklich sehr schön geworden, muss ich sagen, und sauber. Und ich glaube auch vielleicht, dass eben die falsche Stützstruktur dazu geführt hat, dass das unten nicht so schön geworden ist, als wie jetzt da oben. Da ist es doch sauberer geworden. Also ich würde einmal empfehlen, Gitterstützstruktur zu nehmen. Gewachsen ist er ein bisschen, der Turm. Den Teil habe ich eben auch jetzt fertig ausgedruckt. Das hat fast dann 24 Stunden gedauert, weil er innen auch einen Support gedruckt hat, weil innen geht das ein bisschen zusammen. Was ich da jetzt verändert habe, ist die Temperatur der Düse. Und zwar habe ich sie auf 208 Grad gestellt. Also unten war sie bei 200 Grad. Und ich muss sagen, mit 208 schaut das Ergebnis schon um einiges besser aus. Es handelt sich da jetzt um folgendes PLA, damit ich euch das auch noch sage. Ich verwende da das PLA von Filament PLA von Yayo. Das ist recht günstig. In einem Sparabo bekommt man das um 17,81 den Kilo bei Amazon. Soll jetzt keine Werbung sein, entschuldige. Ich möchte nur sagen, eben, dass ich eben zuerst ja sehr unzufrieden war, weil das nicht wirklich so schön geworden ist, wie ihr das ja selber seht. Ich meine, ich kann das mit dem Spachteln noch alles besser machen. Es hat auch da nicht wirklich durchgegriffen, also das heißt, da sieht man Löcher. Und auch beim das Filament war man das mal, wie soll ich sagen, abgebrochen. Das hat nicht wirklich hingehauen. Jetzt da mit die 208 Grad muss ich aber sagen, dass eben dieses Filament nicht so schlecht ist. Ich sage es deswegen, weil falls ihr dieses Filament auch einmal kauft, weil es eben recht günstig ist, dass ihr eben auf die Temperatur achtet, auf 208 Grad mindestens geht. Ich könnte es dann noch einmal mit 210 Grad ausprobieren. Der nächste Druck, den ich gerade drucke, ist wieder mit 208. Ich werde es dann vielleicht mit dem übernächsten dann mit 210 einmal ausprobieren. Aber das wollte ich mitteilen. Sonst auch das Fenster, es ist alles wunderschön geworden. Heute ein kleiner Tipp von mir.
was das Drucken betrifft, wenn ihr gemerkt habt, dass das nicht kleben bleibt auf dieser Platte, wo der BLA-Drucker das draufdrückt. Das ist mir am Anfang auch passiert, bis ich, wie ihr das sehen könnt, mit einem feinen Schleifpapier oder wie wir Kärnten sagen, Schmiedelpapier, einfach die Fläche einmal eben schleift. Und wenn ihr die Fläche geschliffen habt, dann werdet ihr sehen, dann bleibt das auch drauf kleben. Ihr braucht dann nur einmal mit der Hand drüber wischen. Die Straßenbrücke, Steinbrücke, schaut jetzt einmal so aus. Ich habe sie jetzt auch schon einmal gespachtelt, auch schon einmal, sieht gerade, das ist noch nicht so schön, geschliffen. Ihr seht, ich schleife mit solchen Nägel, Studio, Schleifer, aber es ist einfach, die Formen, die geben nach. Man kann da schön das ist einmal die erste Spachtelung gewesen. Jetzt kommt das Schleifen und dann kommt noch einmal eine Spachtelung, damit das ganz schön alles schön eben ist. Also die Rundumleuchte habe ich heute eine endlich gefunden, aber da brauche ich dann natürlich noch einen Anschluss und da habe ich auch mich schon schlau gemacht. Ich würde ja gerne mal mit Arduino probieren, aber eben, ich habe noch zu wenig Filme gesehen auf YouTube, dass ich mich jetzt da schon drüber traue, aber mir wird da schon was einfallen. Bis jetzt habe ich ja noch mich über alles drüber getraut und dadurch eben auch Fortschritte gemacht. So, weiter mal ein kleines Update, wie ihr das seht. Also wie gesagt, ich fange mal mit einer sehr rauen an, tue dann wieder zurück. Man muss halt teilweise aufpassen, dass das Spachtelmasse nicht wieder rausfällt, das vielleicht jetzt gesehen habt, und mache es dann mit diese feineren nach, wo dann sogar da zum Polieren ist. Dann haben wir schon einmal recht eine schöne Gerade, aber wie gesagt, das wird noch einmal gespachtelt. Das war jetzt ein kleines Update, was wir alles gemacht haben. Ich habe auch schon meinen Straßentunnel begonnen, nur ist das nicht so geworden, wie ich das mir vorgestellt habe. Deswegen mache ich das komplette Projekt nochmal neu. Ich werde jetzt wirklich probieren, mit den Boxenheischneider diesen Tunnel so schön wie möglich zu machen. Hab da auch schon eine Idee im Kopf, werde es auch aufnehmen, damit ihr das sehen könnt. Ich habe da auch schon mit Beleuchtung das gemacht. Ich habe sogar eben die Beleuchtung verlängert bei der Straßentunnel. Muss jetzt da die Klöberreste runterholen für den neuen Projekt oder das neue Tunnel, den ich noch machen möchte. Deswegen gibt es jetzt das Update nur von dieser Steinbrücke und von eben Leuchtturm. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Entschuldigt, dass der Alex nicht dabei ist, aber zurzeit ist er nicht zu motivieren. Aber ihr werdet wahrscheinlich das von euren Kindern und Enkeln kennen. Da sind so Phasen und dann ist er wieder dabei. Es sind heute auch Sachen gemacht worden, wo er nicht wirklich was tun hat können. Aber es geht weiter und sobald ich dann wieder neues Material aufgenommen habe, von den Arbeiten, die ich jetzt noch machen werde. Ich habe gleichzeitig drei Sachen. Eben sei es, dass ich den Leuchtturm baue, dass ich diese Straßenbrücke baue und den Tunnel. Und je nachdem, was mir gerade eben gefällt, mache ich. Und deswegen
ist es ein bisschen ein Durcheinander zur Zeit, was die Videos betrifft. Es geht nicht nur um ein Thema. Heute waren es einmal zwei Projekte, die ich euch gezeigt habe. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, freue ich mich. Wenn ihr ein Abo da lasst, freue ich mich. Auch der Alex freut sich natürlich. Ich sage ja immer, und dann ist er immer happy. Ist vielleicht auch motivierter, dann wieder mitzumachen. Aber danke nochmal.